Dum, 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 dum. Willkommen zurück beim Nehmen Reborn lagfreie Edition. Hoffentlich. Iceman, der Eisclimber, Roboter of Doom und so. Also ich muss feststellen, dieses Spiel ist durchaus sehr CPU-intensiv, was wahrscheinlich an der Jump'n'Run-Berechnung liegt. Spring, du Pinguin, spring! Es ist der Jump'n'Run, also spring! Und er steht wieder auf der Energie, was ihn schwer zu treffen macht, weil er nicht pixelbasiert ist. Yay! Genau, das erklärt auch die Tatsache, dass alles in diesem Mega Man-Spiel aber auch alles mit den Füßen schießt. Nicht nur Mega Man. Selbst die Pinguine. Okay, die Pinguine sind, kennen sie wenig Dinge, die nicht schießen. Fische haben keine Füße. Mitools, das ist dann so klar. Pinguin auf Doom, Hilfe, zu Hilfe. Okay. Okay, ich stecke gerade fest, ich habe meinen coolen Timer vergessen. Wo ist das Spiel? Ah, da ist das Spiel. Aber das ist jetzt egal. Ich merke mir einfach die Zeit und werde es einfach nur ein paar Minuten spielen. Oh, wieso will ich immer mit XY schießen? Okay, okay. NESIMO. Der rennt bei mir auf X und Y. Piu, 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 piu. Piu. Mitool. Die Entstehungsgeschichte des Mitools. Es war einmal ein Typ in einem Bauarbeiterhelm. Dem fiel ein ganz schweres Teil auf den Kopf. Er wurde so in den Boden gestampft, dass man nur mehr zwei Augen und die Füße sah und den Helm. Das war der erste Mitool. Punkt. Ende. Bla. Ich labere Scheiße. Die Fische nerven. Aber es ist lagfrei. Yay. Oh, stirb, du Fisch, du! Yay! Und er droppt Energie, wenigstens was. Und Slide. Es ist lagfrei. Yay! Und wie kann man den Energiecontainer... Oh, ihr habt den Energiecontainer vergessen. Ja! Weil ihr unbedingt den Energiecontainer braucht. Sliden testen. Sliden, 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 sliden. Das macht Fun. Was zur... kann vielleicht irgendwer erzählen... Kruzifix nochmal! Ja. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Spiel. Irgendwas stimmt nicht mit diesem verfluchten Spiel. Seufz. Oh. Stirb, du Pinguin. Nein, ich brauch die Power nicht. Ich hab keine Power. Ich bin powerless. I'm armless. Oh yeah. Was zur Hölle war das? Das war jetzt irgendwie strange. Das nervt. Okay, 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 das Video war etwas, kurz. Das heißt, ich werde nur irgendeinen Level dranhängen, weil ich sicher, es nicht lange durchhalten werde. Okay. Ich bin ein bisschen masochistisch veranlagt gerade, also Bubble Man, der Wasserlevel-Offel. Spitze Stacheln auf Doom. Bubble Man, das klingt irgendwie... Keine Ahnung, nach was es klingt, aber...
still. Okay. Es klingt noch tot. Tot. Weil wässriger Tod. Aber tolle Hintergrundanimation. Okay. Okay. Fail. Es dauert doch ein bisschen zu kurz. Naja. Das Mal werde ich es weiter schaffen. Ich bin nämlich gut. Ich bin der beste Mega Man-Spieler aller Zeiten. Ja. Der beste Mega Man-Spieler aller Zeiten. Ich bin toll. Ja. Ja, wir wissen, was dieser Grossman-Mode ist. Skullman. Oh yes, Skullman. Und irgendwie schaut es aus, als ob er Disco-Pose machen, das so, Ding ist ja John Travolta-mäßig. Piu, piu. Und ja, ein nicht schießender Vogel. Na, Ding, das nicht schießt. Und ja, ein Mega Man, der nicht springt. Ja. Ich habe definitiv auf X gedrückt. Ich habe gedrückt. So, Vogel. Vogel, du stirbst jetzt. Einfach weil du da bist. Und weil ich gerade eine fast immense, fast eine Wut auf diese Schwirr. Aber ihr werdet besser. Geh weg, du Mi-Tool. Yeah. Oh Gott. Komische fliegende Mega Man-Vernichter. Oh. Na. Na. Nein. Ich stelle mich gerade extremst doof an, stelle gerade fest. Extremst doof. Wahrscheinlich, weil ich extremst entnervt bin. Ja, erst hat mir Monster World RPG mit diesem ständigen, ja, mit diesen Balancing-Problemen genervt. Und jetzt, nervt mir dieses Mega Man mit diesem Sprungproblem. So, du stirbst jetzt. Du wirst auch sterben, weil du mich sonst beim Springen sicher triffst und aus der Bahn wirfst und sterben lässt. Okay, du lässt mich so sterben, ist egal. Hüpf, yay, hüpf, yay, hüpf, yay. Und da drüben ist doch was. Oh, okay. Das ist gemein. Das war eine gemeine Falle für alle Energietank-geilen Spieler. Und das sind alle Spieler. Bei wer will kein Energietank? Er ist blau und tubenförmig und tubenförmig, zylinderförmig und er hat ein E draufstehen. Es ist wie ein Energy Drink. Okay, nicht alle Leute mögen Energy Drinks und so, aber trotzdem. Beatman! Zippo! Ich bin noch nie beim Boss gewesen. Ist es nicht irgendwie leicht erbärmlich? Hey, cool. Mitul 1. Mitul 2. Hüpfen. Und fliegende komische Dosen, die auf denen kein E steht, deswegen mögen wir sie nicht. Ja? Verdammt. What the hell? Nicht schon wieder. Und ich komme dann immer hoch. Nein, ich will das extra Leben. Aber ich werde es nicht sterben, damit ich extra Leben krieg. Das war irgendwie... Oh, mein Lieblingslava-Becken. Okay. Ich würde sagen, das Video ist damit zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, bye bye und so. Wink.